Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße Sie heute auf einer Veranstaltung der DSP zu Ihrer allgemeinen Information. Zu meiner Rechten sitzt mein Stellvertreter Markus Konsor. Wie Sie ja festgestellt haben, waren Sie ja schon etwa eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung in der Halle und unsere Moderatoren haben von Ihnen Fragen entgegengenommen, die wir heute in Ihrem Interesse versuchen zu beantworten. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass der Saal ausverkauft ist. Ich möchte feststellen, wir haben also im Service noch genügend Karotten und Mohrrüben für die Angsthasen, die noch im Saal sind. Dankeschön. Ich rufe meinen ersten Moderator auf. Welche Frage hätten wir denn mal so als erstes? Ja, also die überwiegenden Fragen sind sehr, sehr viele. Wir beginnen mal mit der, was wahrscheinlich viele auf den Lippen liegt. Ist die BRD ein souveräner Staat? Eine sehr interessante Frage. Frank, könntest du Allerdings. die beantworten? Wir werden die gemeinsam lösen. Denke ich schon. Ja. Im Großen und Ganzen muss man sagen, die BRD ist kein souveräner Staat. Denn die BRD ist noch nicht mal ein Staat. Wäre schön, wenn Sie sie nennen dürften, weil selbst das ist bis heute nicht erlaubt. Ja, eben. Und warum ist es nicht erlaubt? Wir haben zwar ein Staatsvolk. Wir haben eventuell auch so etwas wie eine staatliche Ordnung. Ich sage eventuell. Eventuell Aber aber auch ein wir. kleines Staatsgebiet, habe ich mal gehört. Aber Naja, nur aber nicht wirklich. nicht wirklich. Ja, weil das Staatsgebiet gehört nicht der BRD, sondern, wie wir völkerrechtlich belegen können, es ist immer noch das Staatsgebiet des Deutschen Reiches. Exakt. Ja, somit muss ich diese Frage mit einem entschiedenen Nein beantworten. Die BRD ist kein souveräner Staat. Die Souveränität, die uns im 2 plus 4 Vertrag angeblich zugesichert wurde, wie in Artikel 7 steht, ist erheblichst eingeschränkt. Ich nenne nur mal zwei, drei Punkte. Die BRD darf nicht die außenpolitischen Entscheidungen der Besatzungsmächte kritisieren. Es gibt aber einen Punkt, ganz entscheidend. Deutschland darf nicht, oder die BRD, Deutschland ist was anderes, die BRD darf man noch nicht in Abrede stellen, ob die nuklearen Waffen, die von den Amerikanern stationiert werden und worden sind, die wieder abgezogen werden dürfen von der Regierung der BRD. Richtig. Des Weiteren können wir zum Beispiel auch feststellen, dass in dem Vertrag festgeschrieben ist, dass die BRD keine Armee haben darf, die größer ist wie 370.000 Mann. Ich kann mich daran erinnern, ich war vor ungefähr 30 Jahren bei der Bundeswehr und da hatten wir eine Truppenstärke von 505.000 Mann. Wie kann es dann sein, dass sie jetzt begrenzt ist, wenn wir doch ein souveräner Staat sind? Ach, ich war vor 22 Jahren und wir hatten gerade mal noch um die 370.000. Da waren wir der Sache ja schon näher. Ganz genau. Da ist es gut. Ich hoffe doch, dass diese Frage bis hierhin erschöpfend beantwortet wurde. Dankeschön. Für die nächste Frage der zweite Moderator. Ja, sehr schön. Meine Herren, ich habe noch eine Frage, und zwar einer unserer Lauter. Zuschauer hatte eine wichtige Frage, und zwar geht es darum, wem gehört mein Auto? Eine wichtige Frage, die immer wieder auftaucht in den letzten Monaten. Ja, Ja. viele haben sich das gefragt, vielleicht können Sie uns das mal näher erläutern. Was hat es damit auf sich? Oh, das mit dem Auto ist eine sehr interessante Frage. Ja, die ist lustig. Also, wir können es auch nicht ganz genau sagen. Weil die meisten Leute erwarten, dass wir etwas sagen, was eigentlich faktisch nicht richtig ist. Es gibt da so komische Vereinigungen, die dann sagen, so, ja, das gehört dem Besatzer. Dem und dieser Meinung können wir uns leider nicht anschließen.
Die Problematik ist die, wir können Ihnen keine ausreichende Antwort darauf geben. Aber Sie können nur freundlicherweise mal Ihr Hauptzollamt anschreiben und fragen, ob denn nicht der Eigentümer des Fahrzeugs angeschrieben wurde, um die fällige Kfz-Steuer zu begleichen. Warum werden denn nur Sie gefordert? Sie wissen ja, Sie sind nicht der Eigentümer. Das steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 drin. Folglich muss es ja wohl einen Eigentümer geben. Frank, du musst überlegen, wenn man das nicht macht und dieses Fahrzeug nutzt, dann begeht man ja eigentlich ein Kavaliersdelikt. Und nicht nur ein Kavaliersdelikt, man betreibt Raub, weil man ja ein Fahrzeug nutzt, das einem gar nicht gehört. Ohne dass man die Einwilligung des Eigentümers besitzt. Und wenn ich dieses Fahrzeug danach auch noch verkaufe, dann komme ich doch in den Verdacht der Hehlerei. Denn ich verkaufe ja etwas, was ich gar nicht beweisen kann, dass es mir gehört. Ach, erzähl nicht sowas. Also sowas eigentlich sind alle Kfz-Händler in Deutschland Hehler. Ja, so gesehen. Ja. Die verkaufen eine Sache, in deren Eigentum sie nicht handhabig werden können. Aber ich kann Ihnen eins versichern. Noch diesen Monat werde ich persönlich eine Selbstanzeige stellen zur Klärung dieser Frage. Denn ich möchte wissen, wer der Eigentümer meines Fahrzeugs ist und warum ich für etwas bezahlen soll, das ich lediglich besitze. Ach, du besitzt es nur. Ich besitze es nur. Hat man den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz nicht erklärt? Doch, so. Nur das Problem ist, die Deutschen haben kein Eigentum zu haben. Wenn man sich liest und einfach mal nachschaut oder in den Chefgesetzen, die im Moment noch Gültigkeit haben, Artikel 52, Deutsche haben kein Eigentum zu haben. Aber die Chefgesetze gelten doch gar nicht mehr. Wir haben doch den 2+4-Vertrag. Ja, aber dieser 2+4-Vertrag, naja, da wollen wir mal nicht weiter darauf eingehen, weil der nun mal eben obsolet ist bezüglich, wie können zwei Leichen zusammen fusionieren. Und dann hat Herr Genscher den Vorvertrag mit vollem Namen unterschrieben. Und als dann die Ratifizierungsurkunde da war, dann wurde nur noch mit Paragraphen unterschrieben, weil der Vertrag nun mal eben hinfällig ist. Leichen können nicht heiraten. Das ist unmöglich. Ja, vielleicht hatte Herr Genscher ja auch an dem Tag zu wenig Zeit gehabt. Das kann passieren. Das mag ihm gestellt werden. Ich hoffe doch, dass wir die Frage, wem das Auto gehört, soweit erstmal geklärt haben. Aber wie gesagt, wenden Sie sich bitte an Ihr Hauptzollamt und fragen Sie dort nach, wer der Eigentümer des Fahrzeugs ist, das Sie derzeit benutzen. Könnten wir denn jetzt bitte die nächste Frage hören? Ja, und zwar, sind die Deutschen steuerpflichtig? Eine gute Frage. Da gucken wir doch einfach mal in das Bundessteuergesetz. Ja? Jedes Steuergesetz hat ja, oder überhaupt jedes Gesetz hat eine Bezeichnung darüber, wo denn dieses Gesetz gilt. Man nennt das auch Geltungsbereich. Habe ich mal gehört. Hast du mal gehört, ja. Ja, ja, haben wir mal gehört, aber ob dem denn so ist. Denn im Steuergesetz der Bundesrepublik Deutschland steht ein Anwendungsbereich. Also wie eine Creme, wo man das anwendet. Ja, ja, genau, genau. Aha. Also ich wende das mal hier an oder bei meinem Nachbarn oder vielleicht auch mal bei irgendjemandem, der Geld erwirtschaftet. Oder von dem hat. Ja, oder von dem ich was abhaben möchte. Ah, okay. Ja, also wir stellen fest, in diesem Steuergesetz gibt es einen Anwendungsbereich. Das ist nicht der Geltungsbereich. Da drin steht zwar, für was dieses Gesetz angewendet werden soll, aber nicht in welchem Land, für welche Personen, nichts, für welche Firmen, nichts. Ja? Folglich kann ich mit Sicherheit sagen, die Deutschen sind nicht steuerpflichtig. Das Gegenteil darf mir diese wunderbare Vereinigung von angeblich politisch gebildeten Personen in Berlin gerne beweisen. Ich habe noch mal was gehört. Echt? Ja, man hat
hat mal gesagt, diese komische Abgabenordnung wäre ja ein Konstrukt von Adolf Hitler. Die Bundesrepublik Deutschland soll ja der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches sein und die Gesetzgebung so durchführen. So steht schon vom Bundesverfassungsgericht. Beschlossene Sache und ist auch offensichtlich nachzulesen. Was stimmt denn hier nicht? Die sagen, die BRD ist nicht der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, nutzt aber die Gesetze des Dritten Reiches. Was ist denn da jetzt nicht richtig? Da ist zum Beispiel nicht richtig, da gibt es ein wunderbares Gesetzessammelwerk, das nennt sich Grundgesetz. Und in dem Grundgesetz, da steht ein Artikel drin. Ich glaube, es ist der Artikel 139. Über die Anwendung der erlassenen Rechtsvorschriften bezüglich des Nationalsozialismus, dass diese vorgegebenen Richtlinien und Maßnahmen nicht durch das Grundgesetz beeinflusst werden. Also sie werden nicht berührt? Sie werden nicht berührt. Das heißt, wenn mir also heute ein deutscher Finanzbeamter, der ja einen Dienstzeit geleistet hat, gemäß § 64 Bundesbeamtengesetz, in dem es heißt, dass er das Grundgesetz wahrt, steht doch diese Aussage dieses Beamten im Gegensatz zu dem, was er tut. Einerseits verspricht er, das Grundgesetz zu wahren, da macht er sogar einen Eid draus. Ein Meineid des Beamten-Eides ist übrigens strafbar. Anders wie der Diensteid der Bundeskanzlerin zum Beispiel. Der ist, da kann sie sagen, was sie will, das ist nicht belangbar. Und jedenfalls, wenn dieser Finanzbeamte das dann eben sagt, dann verstößt er gegen das, was er beeidet hat. Denn er beachtet das Grundgesetz nicht, weil er automatisch ein Gesetz anwendet, entgegen dem Artikel 139. Wenn ich mich darauf berufe, muss mir da bitte das Gegenteil bewiesen werden. Mir muss die Schuld bewiesen werden, nicht ich muss meine Unschuld beweisen. Die Gegenstelle, also derjenige, der hier den Staat repräsentiert, muss mir beweisen, dass ich schuldig bin, Steuern zu zahlen. Ganz einfach. Ich habe da auch mal so in dieser komischen Elster-Software mal was gelesen, das wurde jetzt wieder rausgenommen. Ja. Da stand mal so unter Artikel 3, 4 oder 5 im Nachsatz, diese steuerlichen Abgaben, die ich mache, sind eine Schenkung. Ja. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Ich muss doch nicht schenken. Ja. Ja, weil das eben das allgemeine Volk nicht versteht, hat man diesen Artikel wieder gestrichen. Ah. Deswegen, okay. Er steht zwar noch im Gesetz, aber er ist nicht mehr sichtbar. So wie man das mit dem Gesetz Artikel 16 oder 15 beim Gerichtsverfassungsgesetz gemacht hat, bezüglich alle Gerichte sind Staatsgerichte? Genau. Nein, also ich bitte dich. Auch so, ich dachte, das hätte damit zu tun. Nein, also ganz bestimmt. Prima. Also wir können hier diese Frage in dem Punkte beantworten, dass die Deutschen nicht steuerpflichtig sind. Ja. Da würde ich mal sagen. Moderator Nummer 2, nächste Frage bitte. Sehr schön, wir haben nämlich eine sehr interessante Frage, die uns gerade gefragt wurde. Und zwar, warum muss ich als Deutscher GEZ zahlen? Eine Frage, die viele tiefgründig beschäftigt und da hätten wir mal gerne Ihre Meinung gehört, meine Herren. Wie sieht es allgemein dazu aus? Das können wir ganz einfach beantworten. Ja. Zum einen heißt das nicht mehr GEZ, das möchten wir ganz wichtig hervorheben. Das heißt jetzt Beitragsservice. Ganz wichtig, das ist jetzt ARD und ZDF, Beitragsinkassounternehmen nicht rechtsfähiger Ortschaften und Indigeneten von irgendwelchen planetarischen Raubrittern, die hier das Volk ausnehmen wollen. Erstens, der ARD und ZDF Beitragsservice, gucken Sie im Impressum nach, ist ein öffentlich-rechtlich nicht rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtung. Nicht rechtsfähig. Mehr muss man nicht sagen. Wenn etwas nicht rechtsfähig ist, hat es gar nicht zu erlassen. Ob es beliehen ist oder nicht. Ende. Erstaunlich zu diesem Punkt ist noch zu sagen, dass das Bundesverfassungsgericht eine nicht rechtsfähige Organisation als rechtens anerkennt. Da muss man sich fragen, was ist denn das Bundesverfassungsgericht? Da muss man sich fragen, was sind das für Richter?
Aber das ist vielleicht etwas zu ausschweifend für dieses Thema. Jedenfalls, es gibt über die Zahlungspflicht oder Nichtzahlungspflicht von GEZ oder heute genannt Beitragsservice, die Umbenennung hat höchstens die Kleinigkeit von 3 Millionen Euro gekostet. Aber wen interessiert das schon? Ja. Jedenfalls, darüber gibt es mehr als genügend Videos im Internet. Ja. Wir werden uns den Schuh nicht anziehen, etwas zu behaupten, was nicht nachvollziehbar wäre. Alles, was wir bis jetzt hier gesagt haben, können Sie jederzeit nachprüfen. Die Stelle, die von Ihnen Geld haben will, muss Ihnen erstmal beweisen, dass sie rechtsfähig oder dass sie rechtskonform arbeitet, um dieses Geld haben zu wollen. Und bitte ganz wichtig, in einem staatlichen Auftrag tätig sind und nicht für einen Inkassodienst. Ganz entscheidend. So. Ist damit Ihre Frage soweit beantwortet? Meine Herren, ich danke Ihnen recht herzlich für diese hervorragende Ausführung, die mir sicher die Zuschauer kritisch da zusätzlich an Ihre Meinung und Ihre Gedanken hören. Ich danke, danke herzlich. Ja. Aber was kommt denn da als nächstes auf uns zu? Ja, hat auf jeden Fall etwas damit zu tun von diesen sogenannten Richtern. Die Frage vom Publikum lautet, genießen Richter und Staatsanwälte in Deutschland Immunität? Gute Frage. Also, Sie sehen alleine schon an unserer. Ach, das ist doch mal niedlich. Möchtest du das beantworten, Frank? Ja, also die Richter und Staatsanwälte genießen vielleicht morgens um 9:30 ihren Kaffee, aber sie genießen in keinster Weise Immunität. Und was noch wichtiger ist, sie genießen auch in keiner Weise Indemnität. Indemnität ist ein tolles Wort, heißt aber ganz einfach Strafverfolgungsfreiheit. Ganz genau. Man kann es auch schwer sagen, wenn es leicht geht. Ja, eben, genau. Ne? Also wir versuchen ja das auf der Ebene durchzuführen, dass vielleicht die Herren in Berlin es auch verstehen. Ja, weil die hier im Auditorium sitzen, verstehen es voll und ganz. Die mit Sicherheit, mit Sicherheit. Entscheidend ist, weder ein Richter noch ein Staatsanwalt genießt in irgendeiner Art und Weise Immunität. Sie handeln als Privatpersonen. Ich habe mal gehört, dass man mir mal gesagt hat, dass ein Richter ein Parteibuch hat. Mag es jetzt von den drei Buchstabengesellschaften sein, ist mir eigentlich egal. Ja. Und wie geht das? Also man muss ja der Neutralität eigentlich verpflichtet sein, um ein vernünftiges Urteil bilden zu können oder überhaupt eine Verhandlung zu führen. Obwohl, wenn ich das Wort Verhandlung schon höre, wir sind nicht beim Viehhandel, sondern das heißt Prozess. Doch, doch. Und so wie man da behandelt wird, ist man beim Viehhandel. Nein, nein, wir sind hier nicht beim Viehhandel, wir sind höchstens noch beim Ablasshandel. Okay. Ja, gut. Weil man darf nicht vergessen, die BRD hat sich dem sogenannten UCC-Recht unterworfen. Ja, weil seit 1982 gibt es ja keine Haftung mehr des Staates für das Tun und Handeln seiner Untergebenen. Jedwede Person, die sich hier anmaßt, hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen, handelt als Privatperson, ist somit privatrechtlich belangbar und privatrechtlich haftbar. Haftbar kann ich nur jemanden machen, wenn ich die Adresse dieser Person habe. Also die ladefähige Anschrift. Die ladefähige Privatanschrift. Das muss Ihnen jede Privatperson aussehen. Wenn nicht, Sie können gerne einen Anwalt dazu zu Rate ziehen, kostet Sie vielleicht die Kleinigkeit von 30 Euro. Diese Kosten können Sie, wenn Sie dem Richter vorher die Möglichkeit gegeben haben, sich freiwillig Ihnen die Privatadresse auszuentlegen, können Sie, wenn er sich verweigert und Sie anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, diese Kosten der ermittelten Person in Rechnung stellen. Denn er ist eine Privatperson. Frank, dann UCC. Das geistert des Öfteren durch die Ecke und auch durch die Gegend. Ich habe mal gehört, das hat man mir mal gesagt, dass die katholische Kirche mit dem kanonischen Recht diese Welt Handelsrechte ins Leben gerufen haben, damit wir alle auf der Welt gleich wissen, was Phase ist, wenn wir Verträge schließen. Damit das alles ganz einfach ist und
alles zentralisiert und globalisiert erfasst ist. Erfasst ist. Ja, das ist soweit richtig. Da gibt es komische Nummern und so. Und, ja, und wenn man sich da nicht versteht, dann ist man ganz schön geschnitten. Richtig. Aber eine Aufklärung über das UCC-Recht, wenn wir also zu gegebener Zeit nochmal für unser Publikum machen. Wollen wir das wirklich tun? Wir werden das auf jeden Fall tun. Okay. Denn jeder Einwohner dieses Landes hat das Recht darauf, seine Rechte wahrnehmen zu können. Als Handelsware, so wie er behandelt wird. So wie er behandelt wird. Ah, okay. Wo das Wort Handel ja schon drin ist. Passt. Deswegen heißt es ja auch nicht Prozess, sondern Verhandlung. Genau. Man sagt ja auch, es wird ja auch in Sachen ermittelt und nicht in dem, was wirklich ist. Aber das geht wahrscheinlich zu weit. Ich hoffe, damit ist die Frage soweit vollumfassend beantwortet. Umfangreich beantwortet worden. Dankeschön. Moderator 2. Ja. Nächste Frage bitte. Meine Herren, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, das nochmal zu erörtern können. Eine unserer Zuschauerinnen hatte eine Frage, ganz bezüglich einer Geschichte. Hat die Bundesrepublik Deutschland eine konforme Verfassung? Wie sieht es da aus? Also nochmal, Sie fragen gerade, ob die BRD eine konforme Verfassung hat. Zeigen Sie mir die bitte, dann bin ich Ihnen dankbar. Ich weiß nicht, ob die BRD eine Verfassung hat. Also, die sagen zwar einmal BRD, Verfassung und Verfassungsschutz und verfassungsmäßig und... Ja, bitte, aber welche Verfassung bitte? Wie hat der Carlo Schmidt gesagt, nachdem die Siegermächte hier den Deutschen das Grundgesetz gegeben haben? Dort hat Carlo Schmidt mal gesagt, wir haben keinen neuen Staat, wir haben keine neue Verfassung, wir haben nur das Grundgesetz. Nicht mehr. Warum fragt man dann, ob die BRD eine Verfassung hat? Das ist eine Frage, die schon selber ad absurdum sich führt, weil die BRD die Verfassung nutzt von der Weimarer Verfassung oder da angelehnt ist. Aber die BRD selber hat keine Verfassung. Sie hat nur ein Handelsbuch, mehr nicht. Also wir sind ja nach dem Kriege besetzt worden. Und Besatzer müssen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung so etwas wie ein Gesetzbuch erstellen. Steht bei der Haager Landkriegsordnung, habe ich mal gehört. Steht da drin. Deswegen hat man hier das Grundgesetz konstruiert. Ja? Ich habe mal aber gehört, das war sehr oft in der Hinnahme, wieder zurück und wieder her und wieder verhandeln. Die sind doch 19, 20 Änderungen und noch mehr. Bis es dann so weit verkündet wurde. Der Witz ist auch, dass die Alliierten selbst beschlossen haben, dass das Grundgesetz normalerweise vom Volk hätte genehmigt werden müssen. Es wurde dem Volk aber nie zur Genehmigung vorgelegt. Eine Genehmigung wäre dann gewesen ein Volksentscheid, nicht eine Abstimmung. Wir geben hier nichts ab, noch nicht mal unsere Stimme. Ja? Also wir entscheiden, ja oder nein. Das ist nicht geschehen. Und auch eine Verfassung muss vom Volk und nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Vertretern des Volkes entschieden werden. Jede einzelne Person dieses Landes, die das Recht hat, über eine Verfassung zu entscheiden, hat dann die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Aber nicht einfach von oben herab, wie es hier gehandhabt wird, einfach zu sagen, dies hier ist eine Verfassung. Ist es definitiv nicht. Ach, ich habe das auch mal gehört, die machen das so wie in der Gießkanne, weißt du, so von oben her, gab, so wie im Moment die Politiker das immer gerne machen, von oben pissen und sagen und verkaufen das als Regen. Ja, mein Gott, auch unsere Regenschirmindustrie muss reden. Das stimmt, das ist richtig. Vor allem die eingeführten Produkte aus dem Ausland. Besonders der Knirps ist immer noch gut. Ja, der Name existiert noch. Aber der Hersteller nicht. Ist die Frage bezüglich der Verfassung hiermit dann hinlänglich schon mal beantwortet? Meine Herr, vollumfassend, ich danke Ihnen für diese ausführliche Erläuterung und dann würde ich sagen, hat sich dieses Thema so erledigt. Danke. Dankeschön. Wir hoffen doch, dass das Publikum noch eine Frage auf Lager hat. Ja, also die Frage, die beinhaltet fast die davor gestellt worden ist. Hat die BRD eine Verfassung? Und hier geht es darum, warum gibt es in der BRD keine Volksentscheidung?
Deshalb findet keine Volksentscheidung statt. Ja, also ein Volksentscheid wird deswegen nicht gemacht, weil in diesem Land dem Volk eigentlich alle Entscheidungen abgenommen wurden. Denn dieses Volk ist tatsächlich der Ansicht, dass Wahlen zum Beispiel eine Entscheidung sind. Mhm. Wenn Wahlen etwas bestimmen oder entscheiden würden, dann würden sie nicht stattfinden. Wie hat doch mal der liebe nette Herr gesagt, der jetzt der Innenminister ist? Oh ja. Er sagte nur mal, ja, die, die entscheiden, sind nicht gewählt und die, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Ja. Damit dürfte das relativ eindeutig sein. Volksentscheide werden in der BRD deswegen nicht durchgeführt, weil die derzeit Machtinhabenden durchaus berechtigte Angst davor haben dürfen, dass die Entscheidung gegen sie ausfällt. Ich habe mal von Herrn Gauck gehört, ehemalige Bundespräsident, dass er dem deutschen Volk die Kompetenz abspricht, eine Entscheidung zu treffen. Richtig. Ist das nicht ein bisschen vermessen? Nö, muss ich Herrn Gauck recht geben. Weil offensichtlich hat Herr Gauck recht, denn es kam kein Widerspruch aus der Bevölkerung. Ja, niemand beansprucht hier in irgendeiner Art und Weise einen Volksentscheid. Es sind vielleicht ein paar abgedrehte Möchtegern-Politiker, die das fordern. Aber die haben auch sonst nichts zu sagen. Also ein Volksentscheid ist hier offensichtlich nicht erfolgt. Wahnsinn. Also ich denke, damit dürfte es klar sein, warum es hier keine Volksentscheide gibt. Ja. So, haben wir denn noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, meine Herren, eine sehr wichtige oder sehr interessante Frage, muss ich sagen. Eine unserer Zuschauerin hatte mir die gestellt, und zwar folgendes. Wie kann es sein, dass unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angelika Merkel, vor dem NSU-Untersuchungsausschuss als Angelika Dorothea Kastner aussagte? Was hat es damit auf sich, meine Herren? Das müssen wir uns mal detailliert erklären. Ja. Letztlich ein sehr cleverer Schachzug von der guten Dame. Ja, natürlich. Also, da muss man sagen, das nennt man Theaterspiel vom Feinsten. Warum? Wollen wir darauf eingehen? Ganz genau? Okay, wir machen es. Ja, doch. Also, Angela Dorothea Kastner ist überhaupt nicht involviert in der ganzen Geschichte des NSU-Prozesses. Und ich kann sagen, ich weiß davon nichts. Warum? Weil sie nun mal eben nur ihre natürliche Person benutzt hat. Und als natürliche Person kann sie darüber nichts wissen. Aber ihre juristische Person, also quasi der Doktor Angela Merkel, formlos und formhalber, wenn man das sagen darf, unsere Kanzlerin, in ihrer juristischen Person hat sie ja mal ein Eid geschworen und, das hält sie auch alles ein, ist alles gut. Und als Kanzlerin genießt man nur so gewahrt, dieses nette Wort Immunität und Straffreiheit. Und deswegen hat sie das auch so gemacht, wie sie es gemacht hat. Aber da hat sie einen kleinen Fehler. Genau, nämlich als Dorothea Kastner hat sie als Privatperson ausgesagt. Und somit ist sie als Privatperson eventuell strafrechtlich zu belangen. Das müssen wir jetzt allerdings erst noch prüfen. Denn man muss dann auch eventuell prüfen, ob die Leitung des Untersuchungsausschusses überhaupt rechtens gehandelt hat. Denn vorgeladen war eine ganz andere Person. Und wenn jetzt eine, sagen wir mal, eine Fremdperson eine Aussage für jemand anderen macht, denke ich doch, dass da ein recht schmaler Grat des Rechtes begangen begangen wird. Also ich bin fest der Meinung, dass wir gegen die Beteiligten, sowohl gegen Frau Dr. Merkel oder Kastner oder wie sie auch immer sich nennen mag,
vorgegangen werden kann, genauso wie gegen die Leitung des NSU-Untersuchungsausschusses. Obwohl bei dem muss ich ja sagen, da verschwindet ja einer nach dem anderen. Entweder wird er weggestorben oder wird halt als nicht mehr, ja, wie sagt man so schön, ja, nicht mehr glaubwürdig betrachtet. Man nennt das dann halt, ich fühle mich dann komprimiert, ja, und dann tritt man halt zurück, weil man das Spiel entdeckt hat, was da getrieben wird. Sehr komisch. Ja, aber welches Spiel da betrieben wird, darauf gehen wir jetzt besser mal nicht ein. Weil wir wollen eigentlich noch ein bisschen länger leben. Wir wollen noch ein bisschen länger leben, ne? Das stimmt. Ja. Ich hoffe doch, dass das Auditorium unsere Ausführungen verstanden hat. Möglicherweise gibt es da noch Zwischenfragen, aber nach Ende dieser Frage-Antwort-Situation, sage ich jetzt mal, werden wir uns noch unter das Volk begeben und vielleicht auch mit den Menschen reden, deren Fragen heute nicht öffentlich beantwortet werden konnten. Also wir danken Ihnen auf jeden Fall für das Interesse. Wir danken auch ganz herzlich den gesamten Veranstaltern, ja, und auch denjenigen, die das uns hier möglich gemacht haben. Ja, unser Team wird also mit uns zusammen jetzt gleich nochmal in die Masse stürzen und wir werden den Abend dann entsprechend locker ausklingen lassen. Aber da war doch noch. Ja, ich habe da so einen kleinen Scherz geschickt bekommen heute, da muss ich wirklich lachen. Es wurde doch gefragt und es wurde so mitgeteilt, 1981, man soll es nicht glauben, heiratete ein englischer Prinz. In dem gleichen Jahr wurde dann der liebe Liverpool Champions League-Sieger und in dem Jahr ist leider ein Papst von uns gegangen. Im Jahre 2005 wiederholte sich dann diese Hochzeit eines englischen Prinzen. Auch in dem Jahr gewann dann halt Liverpool die Champions League und auch in dem gleichen Jahr starb wieder ein Papst. Jetzt heiratet wieder ein englischer Prinz. Es sieht so aus, dass Liverpool wieder die Champions League gewinnt. Jetzt frage ich mich, hat irgendjemand dem Papst Bescheid gegeben? Über diese Sache nachzudenken und einen schönen Abend. Dankeschön.